zum Kammerspielen gehört damals auch das Volkstheater. Es gab ein Singspiel und mein Mann wurde gesagt, er soll ins Gerstenplatz Theater gehen, da ist eine Operette, soll ich dort einen Tenor anhören, ob der was das Volkstheater ist. Wir hatten gar keine Lust. Hatten zwei Plätze in der ersten Reihe, wurden trotzdem reingelassen, setzten leise hin. Es war eine ganz schreckliche Operette, ich habe leider vergessen, was es war, wo von Kopfabschlagen dauernd die Rede war, mit ganz seichter Musik. In der Pause ging mein Mann raus, er muss einen Zettel haben, muss er wissen, wer wer ist. Und da hörte ich hinter mir eine Stimme sagen, da muss ich noch sagen, damals ging sehr oft in kleineren Theatern eine Leinwand mit Werbung runter. Und ich hörte hinter mir eine Stimme sagen, das ist ganz schrecklich. Durch diese Werbung wird man aus aller Illusion gerissen. Mich hat's gerissen, weil ich von diesem Zeichenzeug in Illusion versetzen lässt. Ich drehte mich um und so nah wie Sie jetzt sitzen, saß Hitler. Und Hitler hat gesprochen. Und er kam mir nur wie ein Schmierenschauspieler vor. Und ich sagte zu meinem Mann, wenn er wieder reinkam, auf diesen Clown kann das deutsche Volk nicht reinfahren. Der große Schauspieler Max Peinberg hat gesagt, er ist ein Heiratsschwindler. Haben also noch mehr Leute als ich geglaubt.